Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. In der letzten Folge haben wir die Story von Balin gehört, wie er versucht hat, Moria zu befreien und auf einmal ein Geräusch aus der Tiefe gehört hat und es immer stärkere Truppen kamen. Und damit sind wir zurück zu unserer Gemeinschaft gekommen. Und ja, wir setzen jetzt einfach mal die Story fort. Chamber of Marazbul. Warum ist dann das Buch hier und nicht dort, wo wir hin müssen? Oh Gott, jetzt, die haben die ganze Karte wieder verdeckt, die Arschlöcher. Kann ich hier lang, kann ich hier nicht lang? Oh Mann. Ist das nur wieder eine Sackgasse oder was? Oh Gott. Ich habe echt keinen... Oder hat sich die Karte... Ist das eine Verarsche gewesen, dass die Karte sich neu lädt? Wenn ja, ist das echt klug. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Hälfte der Karte fehlt mir wieder. Vor allem, unsere Mission ist ja eigentlich... all serious must survive. Ja, blablabla. Survive Goblin Attacks. Reach the second hall. Survive until... Or, oh, das waren die alten Sachen. Aber Reach the Great Hall. Ja, wo ist denn die? Ich habe ja absolut keinen Plan, wo ich in den... Gibt es eine Landkarte irgendwo, die ich... Oh, guck mal, da geht's. Hier geht's wieder in die... Oder wart mal. Holy shit! Oder wartet! Macht sie tot. So, da ist nochmal so ein... Ah, warte mal, hier ist so ein Level-Teil. Pierce Shot, Legolas Temple ignores enemy armors and slows down his targets. Gimli plus... Oh, 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 auch cool. Vor Gondor plus 33... Ihr seid eh schon echt unnütz, deswegen würde ich sagen, Legolas kriegt das Level. Gebt Legolas das extra Level. Ja, das ist echt ein Lucky Day. Das kannst du glauben. Aber ich glaube, das war gerade unsere Anzeige sozusagen, wo wir hin müssen. Ich glaube, das war sozusagen für uns... Wie ein Wegweiser, wie wir zur großen Halle. Das könnte es echt sein. Oh, holy. Ich glaube, ich verstehe es. Die wollten uns damit den Weg weisen, den wir nehmen müssen. Ich glaube, es war dann hier lang, weil da war geblockt. Oh mein Gott, wenn es echt so ist. Ne, ich bin... Oh mein... Nee, oder? Ich bin gespannt. Ich versuche jetzt mal den Weg wieder zu gehen, den wir letztes Mal mit Balin gegangen sind. Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir sind auch nie oben. Wir sind auch oben in der Ecke gestartet. Da haben sie zugesperrt. Leute, wir sind dann, glaube ich, hier hoch. Ja, genau. Und sind dann in die Hallen gekommen. Die Hallen gingen nach oben. Oh Gott, es ist echt so. Die wollen mich verarschen. Das ist echt der Weg, glaube ich. Oh mein Gott. Und dann hier um die Ecke rum. Ja, eine Brücke, das Wasser. Es ist echt so. Das ist echt einfach der Wegweiser sozusagen gewesen, wie wir in die Nix, in die zur großen Halle kommen, glaube ich. Oder ich liege auch gerade komplett falsch. Aber es scheint mir halt so, weißt du? Weil es hat so, sonst ergibt die Story, klar, du wirst, dir wird erzählt, wo du hin musst und pipapo. Also rein theoretisch war das doch die große Halle.
Oder verstehe ich da was falsch? Gehen wir mal nach dahin. Oder müssen auch hier weiter einfach runter. Und ich laufe jetzt gerade vollkommen falsch und laufe zum Start zurück. Ich weiß es nicht. Das ist der Nachteil an offenen Karten. Man weiß nie, ob man richtig rennt. Wo bin ich denn schon wieder? Oh! Warum haben die denn Sprengstoff? Ich würde ihn auch gerne. Ich würde das mal als Nebensache sehen und einfach diesen Gang folgen. Da geht's nicht weiter, okay. Ja, es wird ungefähr da sein, wo die Great Hall gerade war. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch und schaue, ob ich irgendwo rauskomme, wenn ich gerade nach unten laufe. Ja! Endlich! Oh nee, scheiße. Story time! I have no memory of this place. Are we lost? So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world, Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring. Alter, du siehst voll den Grafikschatten. Die ganze Pixel ist so brutal, wenn du merkst, wie alt das Spiel eigentlich ist. So, okay, warte. Ich würde sagen, wir müssen den Weg nehmen. War es nicht der mittlere? Der schaut auch soweit schon anders aus. Oh. Schon wieder? Also irgendwie mag das Spiel uns zu trappen in Moria. Moria ist echt die längste Story hier irgendwie, die es bis jetzt gab in der ganzen Spiel. Also ich glaube, wir sind mindestens schon eine Dreiviertelstunde dann beschäftigt, allein hier in den Minen von Moria. Aber es war ja auch in dem Film eine der wichtigen Szenen. Obwohl, es wurde relativ kurz gehalten eigentlich. Okay, die erste Abzweigung. Die erste Abzweigung, Leute. Jetzt geht's hier runter. Oh, jetzt geht immer tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. There is evil here that does not sleep. What is this? Wir sind dann wahrscheinlich nach da weiter. Aber wir können unsere Leute voll aufleveln, das ist genial. So, und zum Level. Das kriegt jetzt Gimli, würde ich sagen. Wo ist denn unser Dickerchen? Da ist es. Noch einer. Let me show you how it's done. Warum kommt der schon wieder hier vor? Diese beiden fliegen wie Brüder. Ich mach dem aber auch irgendwie kein Damage, so, ne? So, warte mal. Frodo. Sam. Ah, nicht Frodo. Ich bin da. Oder noch Frodo. So, jetzt halt los geht's. Kann ich nicht verwenden? Das kann ich auch verwenden. Puff!
Gandalf kriegt wieder das meiste ab. Den habe ich jetzt so absolut nicht erwartet. Ich hätte gedacht, den hätten wir letztes Mal schon eine schön draufgegeben. Ich bin verletzt. So, okay. Warum stehst du da hinten, Gimli? Kämpfe! Kill the Watcher. So, jetzt ist der tot. Gimli kriegt jetzt seinen verdient, obwohl er ist relativ nah am Upgrade, ne? Boromir ist weiter weg, deswegen geben wir es ihm. Das war was, von dem ich nicht gedacht hätte, dass der wieder vorkommt. Aber ja, so wird man auch überrascht in einer Mission, die die Story nachspielt, indem man einfach Kleinigkeiten einbaut, die eigentlich gar nicht existieren. Also ich wüsste nicht, dass sie existiert haben. Oder dass der Wächter halt vorgekommen wäre, auch im Buch. Aber hey, bisschen Abwechslung ist immer gut. Also bis jetzt finde ich ja die Story eh mega geil. Sie ist herausfordernd und teilweise auch vollkommen verwirrend. Und im Vergleich zum Ende von The Forest zum Beispiel... Was? Was? Wie? Wo? Was? Hä? Ah ja. Da! Gollum! Hi Gollum! Ich finde die Videosequenzen unten in der Ecke immer cool. Ich krieg schon wieder Damage. Komm, mach die tot hier. Ich will hier endlich aus dem. Ich mag die Höhlen nicht. Die sind dunkel, unangenehm und kühl. Ich mach wieder an die Luft. Ob solche Minen wirklich in echt. Also sowas ähnliches auch so groß, so verwirrend in echt geben wird. Mit Riesengängen? Ich glaube eher weniger. Natürlich, wahrscheinlich gibt es einige Höhlen, aber sowas Extremes, glaube ich, könnte es nicht ergeben. Das ist ja eher jetzt so lang wie möglich die ganze Story ziehen, neues Gefühl. Find's geil, dass die einzeln kommen. Oh, da ist noch einer. Hi! Das schaut sehr interessant aus. The Dwarves are masterful builders. Durin ist auch. Holy shitemoroni. Oh. What is this? Seven times. What's the current tally? Yeah. Because I know that I cannot help it. Also war das wieder nur eine Nebenstory. Mann, ich dachte, das wäre jetzt die große Halle geworden. Die war nicht wirklich groß diesmal. Mann, ich will endlich zur großen Halle. Das gibt's doch gar nicht. Bin gespannt, wie viele Folgen wir aus dieser Serie einfach raus oder machen. Wie viele Folgen das sind insgesamt am Ende. Das gleich wird eine der interessantesten Sachen sein. Weil, Alter, die Karte ist ja mal riesig. Und wir sind ja erst noch im ersten Teil. Dann, wenn wir bei den Elben sind, wären wir ja circa beim zweiten. Nee, oder? Dann geht's ja noch zu den Uruk-hais. Und dann, wenn sie sagen, sie versuchen, Sam und Pippin zu retten, dann geht's in den zweiten. Genau, da war der Punkt. Teilweise verwehre ich mich so ein bisschen mit der zwischen dem Ende von dem Hobbit und dem Herr der Ringe, weil die relativ ähnlich gefühlt sind. Also, du gehst einfach durch den Berg durch, pipapo und alles drum und dran. Das schaut doch mal nach einer großen...
Kriegt mir nicht. Macht sie tot. Ja, die sind so. Ich dachte, das sind alles doch so kleine Hallen. Warum geht da eigentlich immer ein Pfeil teilweise rum? Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich sehe immer so ein Pfeilzeichen. Die brüllen. Oh, was ist das denn jetzt? Nice and done. Destroy the drums. Ich glaube, das war ja Nebenquest. Without that drum, many of these wild goblins will be blind to your passage. Okay. Das ist natürlich praktisch. Kommen wir da runter? Das wäre auch wieder eine Nebenquest, oder? Survive the Goblin Attacks, find Barlin's Axe, reach a Great Hall within 10 minutes. Das werde ich nie und nimmer schaffen. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde in diesem Game drin. Ich weiß nicht, wie du das in 10 Minuten schaffen sollst. Ich habe sie ja immer noch nicht gefunden. Hä? Wo zum Fick bin ich? Ich brauche echt mal eine Karte von den Minen, wo ich um zu wissen, wo ich mich gerade befinde. Oder Navi, das wäre auch super. Jetzt rechts abbiegen. Oh nee, es gibt schon wieder eine Teilung. Wir gehen geradeaus. Geht nicht, okay. Aber es gibt wirklich eigentlich nur den Hauptpfad und so neben... Oh, holy shit, no. Macht sie tot. Tötet sie alle. Kommt schon. Ist wieder so eine halbgroße Höhle, wie es scheint. Aber wenigstens sind die Hobbits diesmal auch nützlich und sterben die uns gleich ab. Ich will erst wissen, ob das der einzige Weg ist. Ja, scheint so. Okay, wir gehen nach unten. Also echt schon, schau mal, wir gehen runter, hoch, wieder runter. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich will aus diesen Höhlen raus, lasst mich hier raus. Von irgendwann sollte ich mal vielleicht auch wieder speichern. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt versage, ne, dann muss ich alles wieder zurücklaufen. Oh, das wäre unangenehm. Ich bin dafür, dass wir hier kurz speichern. Einmal kurz speichern, weil jetzt müsste ja eigentlich irgendwann auch der Balrog kommen. Würdet wir safen einmal? Safe? Das ist schon Safe Game 11. Alter. What? What? Das ist so lange. Also, dass das echt so lange bleibt. Puh. Also wir haben davor 15 Minuten, davor nochmal 15 Minuten mindestens. Jetzt nochmal schon 20 Minuten alleine. Oder wir sind fast bei einer Stunde nur in Moria. Und das einmal neu schladen, das war ja nicht lange. Also das kann es ja nicht wirklich auch sein, ne? Das ist ja... Hä? Und ich wollte schon wieder... Ah, warte mal kurz. Jetzt ist Gimli aber dran. Gimli, keiner klaut vor dir deinen Punkt. Kommen wir hier weiter? Nee, kommen wir auch nicht. Alter, wollte ich mich verarschen? Wo müssen wir denn hin? Oh, Storytime. Genau nach dem Speichern. Besser als getimed geht's nicht. Watch out. Stand fast. Ach, jetzt komm. Jetzt leg mich doch um. It is impossible. Go ahead and clear them out. We shall wait here. We have no choice. Reunite with the fellow. Oh Gott. Quickly, persuade. Es ist aber vorteilhaft, wir müssen. Die anderen können sich jetzt irgendeinen Weg suchen oder teleportieren. Wir können müssen uns bewegen. The very air we breathe is a poisonous air. Holy shitballs! Probieren wir es mal so. I've got this one!
Verliert der viel Leben? Ich weiß nicht. Alter, da kommen viele. Noch ein... Was zur Hölle? Vernichtet sie! Stinkende Kreatur! Ich hätte mich fast verzählt. Sammelt euch! So gefällt mir das. Alter. Verschont niemanden! Wie brutal. Okay, das ist echt unerwartet. Was zur Hölle? Okay, einer kümmert sich um oben und einer kümmert sich um unten. So, okay. Alter Verwalter. Könnt ihr euch bitte heilen anfangen? Heilen. So mit blauen Ringen um einen herum. Ja, genau, das da meine ich. Damit ihr für den nächsten Fight so ein bisschen vorbereitet seid. Ach komm, ich hätte mich doch hier schon gerne rauslassen können, ne? Das ist so. Wäre so sehr höflich gewesen, wenn ich hier endlich aus den Minen rausgekommen wäre. Ach Gott, wo gehe ich denn jetzt lang? Links, rechts, links? Ah, okay, ich gehe hier lang. Heieiei. Das geht gefühlt immer... Alter, was? Wo bin ich hier? Komme ich hier lang? Wo zum Fick bin ich? Okay, Mineneingang. Das schaut mir schon mal nach dem richtigen Weg aus. Da, wo Minen sind, da fühle ich mich besser. Das ist strukturierter. Oder auch nicht. Ich dachte, die sind zu säuberlich und dann lassen sie immer so Stücke so kaputt. Moment. Das war der Drecks... Oh. Ich bin beim Dreckseingang gelandet. Ich bin echt zum Eingang zurück. Oh Mann. Das war der Eingang. Du willst mir sagen, ich bin jetzt ernsthaft alles wieder zurückgelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch noch irgendwie es weitergehen. Wo geht's denn hier lang? Also ohne Scheiß, irgendwo muss es doch hier rausgehen. Ich habe das Gefühl, ich habe halt die ganze Karte mal durchsucht. Ich brauche einen Zauber, der die ganze Karte aufdeckt. Das wäre es jetzt. Oder halt irgendeine Hilfe, wo ich hin muss. Das wäre wenigstens praktisch. Dann weißt du ungefähr, in welche Richtung du heading musst. Weißt du schon? Wenn du weißt, du musst oben rechts in die Ecke, dann weißt du, du musst ungefähr dahin und musst halt schauen, dass du durch das Labyrinth dorthin kommst. Aber so ist es irgendwie. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich hin muss. Wo ist denn das? Ist das alles? Das ist ein See. Ach, das war der See von vorhin. Jetzt bin ich dann gleich wieder an dem Teil, wo ich mich gerade getrennt habe von denen. Hier kann man lang, oder? Ist da ein Passageway? Ja, da ist ein Passageway. Nee, warte mal. Ich bin ja original verwirrt, wo ich noch nicht war und wo ich war. Nee, wir gehen mal da lang. Stopp. Ich glaube, da sind wir nicht vorhin durch. Ich glaube schon, dieses Doppeltürchen kommt mir bekannt vor. Weil wir sind dann da lang und dann dort runter und dann dahin. Heilige Scheiße. Die Minen von Moria mag ich nicht als Gefechtskarte spielen, ne? Da werde ich. Bei so einer Karte würde ich durchdrehen. Vor allem kannst du fast nirgends bauen wahrscheinlich. Holy shit, Maroni. Ich könnte gerade echt sowas von verzweifeln.
Wo bin ich? Also der Kampf mit den Riesen war geil. Vor allem, weil du ja sonst eigentlich fast keine Riesen mehr kriegst in dem Game. Denn echt, die Riesen sind ja vollkommen weg. Die hast du ja sonst nur noch... Also als Ochs kannst du die ja nicht mehr bauen. Die kannst du nur noch als Spezialeinheit kriegen. Aber dass sie sich trotzdem noch hier sozusagen befinden in dem Game, ist natürlich geil. Ja, das schaut gut aus. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich habe aber keinen Plan, wo ich gerade bin. Und ja, die Folge wird länger, weil ich will, dass wir dieses Minen von Moria so bald wie möglich durchschaffen. Deswegen mache ich jetzt einfach längere Folgen. Mir wurscht, ob die mich mehr Zeit kosten zum Rendern oder pipapo. Es ist spannend, es wird besser. Das sind schon wieder Gegner. Mach sie tot. Mach sie tot. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen oder ob wir da wieder wo falsch hinlaufen. Da ist schon wieder ein Gollum. Das passt irgendwie nicht mit dem Video. Dann lass mich raten, ich laufe jetzt... Es war doch so klar, dass ich irgendwie wieder laufe, wo ich keinen Plan habe, wo ich hin muss. Ich laufe jetzt trotzdem mal hier oben lang. Einfach weil ich denke, dass wir eh wieder zurückkommen. Dann erforschen wir halt wirklich 100% von Moria. Ich will den Titel dieser Folge schreiben können, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus Moria. Oder der Balrog. Irgendwas will ich in den Titel schreiben, aber ich will hier raus in dieser Folge. Vor allem, da ist jetzt ein Level, das wir nicht brauchen, weil alle beide auf Max sind. Ich hol's trotzdem einfach. Weil Schaden tut's ja nicht. Alter. Du willst mich verarschen, oder? Boah. Bitte warten. Please hold the line. Also ich bin ja... Deswegen, ich bin ja eigentlich ein riesengroßer Fan von Free-to-Play, wo du selber Entscheidungen fällst und wo du nicht eingeschränkt bist von durch irgendwas. Klar, da hast du auch solche Höhlen. Aber ich mag zum Beispiel sowas wie Kirby Space Program extrem gerne, weil du halt wirklich alles machen kannst, gefühlt. Hier muss ich jetzt suchen nach dem blöden Ausgang. Wir können hier unten doch schon ein Lagerfeuer machen, uns irgendwas züchten und bleiben hier unten. Den Ring findet hier keiner. Hoffe ich. Oder wir schmeißen ihn in die Tiefe in den See. Da findet ihn auf jeden Fall keiner. Weil das Great Beast ist ja tot. Ne? Kill the Watcher. Survive the Goblin. Reach the Great Hall. All heroes must divide, reunite with the Fellowship. So, nach da vorne laufen. Die Brücke kommt mir fucking bekannt vor schon wieder. Sind wir da nicht am Anfang drüber gelaufen? Stimmt, ich glaube, wir sind so nach da oben und ich bin hätte irgendwo wahrscheinlich hier auf die Seite müssen, irgendwie. Alter, wenn das wahr ist, ne, dann dreh ich durch. Reunite with the Fellowship. Ach Gott. Ich kann euch aber eins bestätigen, ich hasse dieses Labyrinth. Kann ich da weiter, blöde Frage. Geht das? Also ich würde ja als erstes probieren, an den Punkt wieder zu kommen, wo wir davor waren. Die Frage ist, kann ich das? Jo, kann ich.
da sind die Goblins, dann greifst du auch an. Some evil gives speed to these creatures. Vernichtet sie! Vernichtet sie! Lässt sie aus! Kommt, tötet sie alle. Was ist mit Aragorn? Aragorn hat noch voll viel Leben. Warum siehst du eigentlich nichts? Überlasst ihn mir! Jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Warum ist das so hell eigentlich? Warum sehen wir das? Ist da die Alter, wenn du mir sagst, ich muss da irgendwie hin. Das sind erkundete Punkte von mir. Genau. Muss ich hier rüber? Ich glaube, dass wir da lang müssen. Wir haben jetzt geholt. Das haben wir alles erkundet. Oder? Ja, schon. Oder rein theoretisch müssen wir nach da drüben. Wahrscheinlich gibt es den Long Way, den wir jetzt machen. Und es gibt den Short Way, wo du direkt einfach zur großen Halle kommst. Was ich ja mega witzig fände, wenn wir wirklich jetzt... Oder wo ich mich voll aufregen würde, weil ich eine halbe Ewigkeit in diesen dreckigen Minen verbracht habe. Nope, hier geht's nicht weiter. Und es scheint auch noch giftig zu sein, also nochmal, 10 over 10. Wo muss ich denn dann zum Fick hin? Der hätte ich vielleicht hingekonnt, aber... Also wir haben da oben ein riesiges Fragezeichen eigentlich. Da können wir hin. Da sind wir reunited und da gibt es einen Weg nach oben, den ich noch nicht kenne. Das schaut mir doch nach dem Way to Go aus. Da kommen wir auch zu dieser blöden Brücke. Obwohl, wir forschen jetzt mal erstmal hier unten. Jetzt mache ich das ganz in Ruhe. Weil hier irgendwo müsste ja zum Fick eigentlich rausgehen. Weil der wird mir ja kaum noch auf die andere Seite wieder zurückschicken. Obwohl, sag niemals nie. Wohin geht's denn hier lang? Finde, komme innerhalb von 10 Minuten zur großen Halle. Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Das schaut nach einer dünnen Brücke aus. Die Frage ist eher, wo führt uns diese dünne Brücke hin? Und ich glaube, die kommt mir auch wieder bekannt vor. Es ist grausam, wenn man immer das Gefühl hat, man kennt den Weg schon und war hier schon mal. Überall so kleine Nebenhöhlen, das ist schlimm. Und es könnte ja wirklich überall sein. Keep moving. I'll take him. Kannst du mal kurz ein bisschen Licht zum Beispiel erkennen? Let's not give up, Pip. I am doing quite well, thank you. Da kommen wir irgendwie hin. Hier riecht's nach Feuer. Das ist Balins Axt. Ach, scheiße. Er wird die Sonne nie wiedersehen. Wir haben Balins Axt gefunden. Das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel, aber sagen wir es mal keinem. Der
Feind ist da. Schaltet sie alle aus. By my beard, this is the axe of Berlin. So it is, Gimli. Keep it to hand. We have need. Gimli has retrieved Balin's axe. He will now deal increased damage. Oh, das ist natürlich gut. Legolas, da oben. Aber Leute, damit würde ich sagen, ich muss diese Folge auch irgendwann mal zu Ende bringen. Eine halbe Stunde ist schon lange. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Drückt unbedingt die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video hochkommt. Und ja, ich hoffe, wir schaffen es beim nächsten Mal aus dem Menü aus. Also, bis dann. Ciao.